Guten Tag, mein Name ist Roman. Hi. Heute werden wir einen Creeper bauen, hier in Creature Creator. Das möchte ich mit euch gemeinsam gerne ausprobieren. Und dafür brauchen wir hier erstmal ein paar Augen. So wie immer brauchen wir etwas Augen, um hier Licht und Farbe ins Spiel zu bekommen. So, und machen hier erstmal so eine Schlange. Oh, ein bisschen lang ist sie geworden, ne? Okay. Ich würde mal sagen, wenn wir einen Creeper bauen wollen, ist sowas hier als Wirbelsäule sehr gut. Eine aufrecht stehende Wirbelsäule und die Augen packen wir mal seitlich dran. So, wenn man sich jetzt so einen Creeper vorstellt, der ist ja eigentlich schon eher viereckig. Deswegen müssen wir hier überall so ein bisschen hingehen und überall dafür sorgen, dass wir gleichmäßig das Gewicht verteilen können, sodass dieser Creeper, den wir hier vorhaben, so viereckig wie möglich ist. Hier ist er jetzt natürlich so ein bisschen pillenartig, aber das ist nicht schlimm. Wir müssen ihn ja erstmal so ein bisschen, irgendwie müssen wir ihn ja hier vorbereiten. So, okay. Oh, jetzt habe ich hier den Kopf ein bisschen größer gemacht. Da habe ich jetzt die Augen ein bisschen zugemacht. So, dann würde ich mal sagen, wir machen mal die Augen hier seitlich hin. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Kopf, okay? Damit wir hier den Creeper ein bisschen weiter bauen können, brauchen wir einen Kopf, der zu einem Creeper passt. Hier gibt es Münder. Eigentlich hat ein Creeper schon einen Mund. Der hat ja eher so einen viereckigen Mund auch. Muss ich jetzt mal gucken, welcher Mund von denen am besten passt. Uiuiuiui. Nehmen wir mal so einen Mund, okay? So ein kleiner Schnabelmund ist das. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, ein bisschen bessere Augen. Und ich glaube, ich habe sogar schon bessere Augen gesehen, die wir nehmen können. Vielleicht sogar diese Insektenaugen hier. Dann würde ich sagen, damit wir den Creeper weiter bauen können, brauchen wir hier auf jeden Fall auch noch Beine. Am besten viereckige Beine. Hier die Duos. So, damit die hier da so dran sind. Hier vorne und hinten. Und da nochmal welche, okay? So, dadurch hat er dann hinten und vorne diese Beine. Und die müssen wir natürlich auch viel blockiger machen, okay? Die kann man nämlich tatsächlich blockig machen. Im Prinzip fehlt hier eigentlich nur noch die Farbe, okay? Checken wir mal, ob wir ihn gut anmalen können. Also, der Creeper hat meistens immer so ein kleines Pixelmuster drauf. Das heißt also, so ein Muster hier wäre eigentlich schon nicht schlecht. Und dann nehmen wir als Primärfarbe selbstverständlich das Creeper-Grün. Aha! Okay, und als Sekundär würde ich sagen, nehmen wir sowas wie, sodass wir ihn so ein bisschen grau machen, oder? So grau-grün. So, tada! Und damit haben wir sowas ähnliches wie einen Creeper gebaut. Er braucht eigentlich einen flacheren Mund. Sein Mund ist viel zu nach außen stehend, oder? Okay, nehmen wir mal das hier weg. Und geben ihm lieber so einen flacheren Mund hier. So, genau, das ist ein besserer Mund für einen Creeper. Okay, drücken wir mal auf Spielen. Oh, wow, okay, Leute, das nenne ich mal einen Creeper, den wir hier gebaut haben. Schaut euch das mal an. Oh, wow, er kann sogar richtig herumlaufen. Okay, das ist eine Kreistaktik. Damit kann er im Kreis herumlaufen. Sehr, sehr nice, muss ich sagen. Er blitzelt sogar auch. Er hat tatsächlich diese blauen Augen. Normalerweise hat er keine blauen Augen, aber ich finde diesen Mund deutlich besser. Und wenn wir da jetzt zum Beispiel unsere Attacken einsetzen, und zwar springen, checken wir mal aus, wie hoch er springen kann. Aua, aua, das ist wirklich kein guter Sprung. Er kann quasi eigentlich nur so ein bisschen seine Beine trainieren. Hops, hops, hops. Er ist jetzt auch nicht wirklich schnell im Laufen, aber er kann auf jeden Fall über verschiedenes Terrain laufen. Ne? Und er kann tatsächlich auch zubeißen. Das können wir auch nochmal kurz checken. F. Oh, okay, nicht schlecht. Okay. Oh. Okay, das bedeutet also, wir können mit ihm jetzt herumlaufen. Aua, da ist eine Schlange, die uns angreift. Okay, wir können mal hier jetzt gegen ihn so ein bisschen kämpfen. Aua, so, mit unserem Creeper. Oh, oh, oh. Jawohl, ich habe die Schlange besiegt. Okay, der Creeper hat auf jeden Fall was drauf. Kriegt das hin, so eine Treppe hier hochzulaufen? Oh nein, jetzt hat er die Treppe kaputt gemacht. Okay, er ist auf jeden Fall ein kleiner Schussel und richtig laufen kann er auch nicht. Naja, okay, das ist jetzt unser Creeper, den wir gemacht haben. Und der kann, wenn er sauer wird, auch gerne mal explodieren. Okay, ich habe jetzt mal den Bauernhof aufgesucht mit unserem Speedy Gonzales, der tatsächlich sehr schnell laufen kann. Und hier ist doch eigentlich ein perfektes Plätzchen, um einen Enderdrachen zu bauen. Deswegen gucken wir mal, ob wir vielleicht hier einen Enderdrachen machen können. Also, dann löschen wir erstmal hier unsere Kreatur, die wir haben, und gucken mal, wie können wir hier einen Enderdrachen ausbauen. Den Enderdrachen selber, damit wir da wieder ein bisschen Licht im Spiel haben, müssen wir hier vielleicht mal ein gutes Auge auswählen. Und ich würde vielleicht sogar dieses Schwarz.
schwarze Auge mal wählen. Das haben wir tatsächlich noch nie gehabt. Und versuchen hier mal wirklich von der Länge her am weitesten zu gehen, okay? Dass wir da wirklich so nah oder so weit wie möglich gehen können. Okay, 20 Knochen haben wir insgesamt. Dann würde ich auf jeden Fall mal sagen, hier nach vorne hin packen wir die Augen. Und gucken mal, dass wir hinten auf jeden Fall später nochmal, warte mal, wir können hinten sonstige Teile nochmal ranpacken. Eigentlich gibt es doch diese Schwänze hinten, ne? Da kann man auf jeden Fall schon mal hier einen ranpacken, ne? Jawohl, okay, der hängt dann dran. Dann haben wir hier vorne eigentlich den Kopf, den können wir ebenfalls mit ranmachen, damit der Drache wirklich so groß und so lang wie möglich wird, brauchen wir auf jeden Fall jeden Zentimeter, den wir bekommen können. Und ich glaube, einen Enderdrachen hier zu bauen, wird sogar leichter sein, als tatsächlich den Creeper. Aber schauen wir erstmal. Wir brauchen nämlich einen so viereckigen Kopf wie möglich. Und ich würde sogar sagen, so ein Dino-Kopf ist da eigentlich schon sehr passend. Nehmen wir den sogar mit rein. So, oh ja, das könnte sogar echt gut aussehen, ne? So, und dann bei diesem Dino-Kopf. Oh, nein. Oh, jetzt habe ich ihn auf einmal geknickt. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht knicken. Oh, nö. Was ist... Oh, okay. Werd wieder lang. So, jetzt hier die Augen nehmen. So, schönes Ding. Schaut mal, jetzt haben wir hier die Augen. Die machen das alles so ein bisschen mehr Ender Dragon-mäßiger. Dann brauchen wir für den Ender Dragon auf jeden Fall noch einen besseren Körper. Ich glaube, am Hals ist er ein bisschen länger und hier am Körper in der Mitte machen wir ihn so ein bisschen breiter. Oh Gott, aber er ist... irgendwie sieht er... das sieht so aus, als ob wir gerade so ein riesiges Monster hier gegessen haben und der es gerade am Verdauen ist. Okay, ich würde aber trotzdem hier so ein bisschen, noch ein bisschen da, so ein bisschen so, ja, doch ein bisschen dicker hier in der Mitte machen. Und dann, also selbstverständlich, brauchen wir hier noch ein paar Extremitäten und zwar schon die Flügel. Ein paar richtig gute Flügel werden hier auf jeden Fall wichtig sein. Und ich glaube, diese Flügel sind hier, oh Mann, das sind die perfekten Ender Dragon Flügel, okay? Das heißt also, wir können hier die Flügel mal so groß wie möglich machen. Oh, das sieht schon sehr, sehr nice aus. Okay. Jetzt müssten wir eigentlich nur noch darauf achten, dass wir hier die Farben richtig treffen, ne? Das heißt, wir gehen mal nochmal hier kurz auf Anmalen und checken mal, wenn wir hier eigentlich die Farben primär schon jetzt auf schwarz stellen würden. So, dann hätten wir hier primär einfach schwarz. Und sekundär würde ich jetzt einfach mal dieses klassische, ich glaube, das ist ja eigentlich so dieses Lila. Jawohl, was? Oh, what? Okay, crazy. Jetzt haben wir hier so ein paar bessere Details noch mit drin. Okay, nicht schlecht, muss ich sagen. Und jetzt können wir ihn sogar noch ein bisschen upgraden, damit er cooler aussieht, okay? Wir gehen nochmal kurz auf Erstellen, haben jetzt hier diesen schwarzen Ender Dragon. Und jetzt müssen wir entscheiden, was wir da noch mit dran machen können. Das sind so diese grauen Dinger eigentlich, die da so dran sind. Davon hat er insgesamt 3 Stück auf dem Rücken. Eins, dann hat er hier ein zweites und dann hat er hier nochmal ein drittes. Aber wir müssen das, glaube ich, noch ein bisschen größer machen. So, damit die noch mal ein bisschen gefährlicher auch aussehen. So, jawohl. Und das hier vorne kann ich dann noch ein bisschen kleiner machen. So, dann hat er hier 3 solche Dinger dran. Dann an den Flügeln hat er eigentlich auch solche Dinger dran, aber das geht hier leider bei dem Spiel nicht. Okay. Und hinten hat er auf jeden Fall auch noch mal so ein paar von diesen Dingern dran. So, ich kann vielleicht hier noch mal so ein bisschen so eine Finne, eine Flosse hinten dran machen. Okay, dann würde ich sagen, der Ender Dragon hat übrigens auch noch Füße. Das habe ich hier gerade auf dem Bild gesehen, wusste ich gar nicht. Er braucht auf jeden Fall vorne als auch hinten, ne, noch ein paar kleine Füße. Das heißt also hier auf Beine müssen wir hingehen. Nee, das sind jetzt nicht die richtigen Beine. Ich würde ihn vielleicht mal kurz auch nehmen. Oh, okay. Wir können auch seine Position so ein bisschen ändern. Hat er eigentlich so einen kleinen... Also man muss schon sagen, dass der Ender Dragon so mit dem Hals schon so ein bisschen nach unten guckt, ne? So, der guckt so ein bisschen nach unten, ne? So circa, ne? Und dann nach hinten hin streckt er sozusagen seinen Po schon so ein bisschen nach vorne. Okay? Packen wir ihm jetzt hier so seitlich diese Beinchen dran. Hinten. Also vorne und hinten. So. Und dann haben wir eigentlich, wenn ich mir das so ansehe, haben wir hier den Ender Dragon. Also spielen wir ihn mal. Oh Gott, oh Gott. Okay. Ender Dragon? Oh nein. Oh, was ist denn da los? Oh nö. Okay, Leute, wir haben da ein kleines Problem. Ich muss ihn noch mal kurz ein bisschen tunen, weil der Ender Dragon ist irgendwie im Boden stecken geblieben und ich habe auch das Gefühl, dass er etwas adipös rausgekommen ist. Das bedeutet, er hat vielleicht ein paar zu viele Burger gegessen und deswegen kann er gerade nicht richtig fliegen. Er kann rennen, okay, aber irgendwie mit dem Fliegen, ja, da ist es nicht so ganz richtig. Okay, wir checken das Ganze noch mal kurz aus. Vielleicht wäre es doch ein bisschen besser, wenn wir den Kopf so ein bisschen weiter nach
oben tun und den Körper vielleicht so ein bisschen nach oben tun, so. Und vielleicht doch den Schwanz so ein bisschen weiter nach hinten. Und die Flügel, die müssen auf jeden Fall größer werden und vielleicht so ein bisschen weiter nach hinten platziert. Okay, vielleicht kann er dann so ein bisschen besser fliegen, spielen. Okay. Ah ja, so ist er auf jeden Fall schon ein bisschen besser. Schönes Ding. Er kann auf jeden Fall laufen und er kann mit den Flügelchen schwingen. So, flattern hat er auf Level 2. Okay, unser Ender Dragon ist ein bisschen zu dick geworden zu fliegen. Okay, es kann vielleicht möglich sein, dass wir ihn vielleicht ein bisschen dünner machen müssen. Wir müssen ihn ein bisschen auf Diät setzen, damit der gute alte Ender Dragon möglicherweise etwas abnimmt. Ja, ich habe ihn, glaube ich, ein bisschen zu dick gemacht. Das heißt, wir gehen mal hier so dran. So, der kriegt jetzt hier, wir machen mal seinen Po auch ein bisschen dünner. So dass er einfach ein bisschen weniger wiegt. Warte, ach, guck mal, ja, wir sehen hier gerade, Leute, er hat jetzt das Gewicht von 400 Kilogramm. Wir machen ihn einfach mal ein bisschen dünner, okay? So, und dann später können wir entscheiden, wo wir ihn dann wieder ein bisschen dicker machen wollen. Wir müssen ihn wirklich als kleines Federgewicht machen. So, vielleicht ist das hier unser Ender Dragon. Oh, seine Augen sind auf dem Hals gelandet. So, jetzt sind sie wieder vorne. Okay, Ender Dragon, Versuch Nummer 2. Okay. Oh, ja, ja, ja. Jetzt ist er auf jeden Fall ein bisschen flexibler. Guck mal. Oh, was? Oha, wie der sich drehen kann. Richtige Pirouetten macht er hier. So, dann sprinten. Jawohl, schnell laufen kann er. Oh, ja, er läuft schon besser. Er läuft schon besser. Schau euch das mal an. Er kann schon fast abheben. Okay, aber wir müssen ihn zum Fliegen bringen. Sag mal, müssen wir ihn noch mehr abnehmen lassen? Sein Po ist noch immer zu dick. So, was hat er da jetzt für ein Gewicht? 139 Kilogramm immer noch. Okay, okay. Also, okay, Leute, man muss schon sagen, warte mal, haben wir vielleicht ein anderes Auge? Also, wir haben leider kein lilanes Auge, aber wisst ihr was, wir machen mal hier dieses Auge dran. Okay, das ist jetzt ein besseres Auge, weil das andere Auge ist irgendwie ein bisschen zu dunkel. Okay, okay, so, das ist jetzt der Ender Dragon. Ich weiß, er sieht vielleicht in Minecraft ein bisschen anders aus, aber er ist jetzt vielleicht, ja, ja, ja. Ja, er kann fliegen! Okay, okay, nicht schlecht. Okay, wisst ihr, was wir machen? Wir geben ihm nochmal, damit er ein bisschen besser fliegen kann. Nur ein bisschen, okay? Müssen wir ihm vielleicht hier nochmal ein bisschen mehr zum Fliegen geben, okay? Vielleicht nochmal hinten eine kleine Unterstützung. Und zwar hier, diese zwei Propeller. Ich weiß, der hat das nicht. Normalerweise hat es der Ender Dragon nicht. Aber heute hat er das, okay? Vom Kopf her ein bisschen mehr nach oben gucken lassen. Oh nein! Okay, gut. Und flieg! Jawohl! Jawohl, er fliegt! Ja, Mann! Wir haben den Ender Dragon gebaut! Okay, Leute, er kann auch knurren. Er kann auch beißen, ne? Warte mal, wir lassen ihn mal knurren. Oh, richtig guter Knurrer, den er da gemacht hat. Und er fliegt aber jetzt richtig gut. Okay, ja, ich weiß, der Ender Dragon sieht schon ein bisschen anders aus, aber heute sieht er halt so aus. Okay, 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 ich würde vielleicht noch was anderes vorschlagen, okay, probieren wir noch mal kurz eine andere Sache aus. Eine letzte Sache möchte ich auf jeden Fall noch ausprobieren, und zwar möchte ich gerne einen Warden bauen, okay? Ein Warden ist mit das Interessanteste, was man bauen kann, im Prinzip eigentlich. Genau derselbe Aufbau, so ähnlich zumindest, wie der Creeper, aber anders, weil der Warden, warte mal, ich mache ihn nebenbei noch auf. Der Warden hat auf jeden Fall dicke Beine, dicke Arme, aber er ist relativ viereckig. Das heißt also, ich mache mal hier wirklich seinen Körper so viereckig wie möglich. So, da, wirklich das Maximum, was geht. So, das ist das Maximum in diesem Spiel, was geht, damit haben wir diese Pillenform. Dann würde ich ihm, damit wir hier wieder ein bisschen Farbe haben, würde ich ihm Augen geben. Aber hier passen diese Augen schon mit am besten. So, das sind schon so die besten Augen, die man wählen kann. Aber wir brauchen auf jeden Fall erstmal einen Kopf. Und ein richtiger Warden-Kopf ist so richtig unverständlich. Ich weiß auch nicht so ganz richtig, wie ich den planen soll. So, okay. Dann würde ich jetzt mit den Gliedmaßen noch ein bisschen weitermachen. Schaut euch das mal an. So, er sieht ja schon ein bisschen so aus. Ich glaube, wir kriegen das hin. Oh, krass, okay. So, das kann was werden, Leute. Nur unten sind irgendwie seine Arme so geknickt. Naja, ist nicht schlimm. Okay, wir haben dann hier diese Arme. Wir können die vielleicht sogar noch ein bisschen so seitlich mehr runterhängen lassen. So, er hat dann richtig lange Arme, die vielleicht sogar hier oben schon anfangen.
So, dann wirken die nochmal länger sozusagen. Okay. So. Und dann, wenn wir die Beine hier nochmal nehmen, so, würde ich versuchen nochmal so gute Beine wie möglich hinzubekommen, die natürlich auch so dick wie möglich sind, damit sie so diesen Minecraft-Look hinbekommen, okay? Oh, Junge, der hat einen richtig breiten Gang. Oh, 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 das ist ein richtiger Warden. Okay, was hat der Warden noch? Wir haben auf jeden Fall hier so diese Arme. Wir können ihn mal testen, okay? Wir werden ihn mal anmalen. Also primär hat er auf jeden Fall so ein ganz dunkles Blau als Farbe, ne? Können wir ihm hier so ein dunkles Blau anziehen. Und dann können wir ihm als zweite Farbe, hat er wie so ein Türkis eher so ein bisschen, ne? So, das heißt also, bei ihm fehlt auf jeden Fall jetzt noch diese türkise Variante. Wir können ihm hier so ein Muster drauf machen, ne? Sagen wir mal sowas, okay? Und wir testen ihn mal an. So, das ist der Warden. So, er kann jetzt schon, okay, er kann nicht springen. Was? Er kann ja auch nicht sehen eigentlich. Er ist ja blind. Ah, stimmt. Der Warden ist doch blind, Leute. Oh Mann, ich bin so dumm. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe Fehler Nummer 1 gemacht in Minecraft. Wir dürfen ihm eigentlich gar keine Augen machen. Aber dann ist das Spiel schwarz-weiß. Okay, wisst ihr was? Wir packen ihm seine Augen einfach irgendwo anders hin und tun so, als ob es was anderes wäre. Die sind jetzt da hinten, okay? Aber in echt hat der Warden ja gar keine Augen. Der kann ja gar nichts sehen. Aber was er kann, ist richtig gut hören. Das heißt also, wir müssen ihm eigentlich seine Fühler hinmachen, die er seitlich hat. Er hat ja seitlich so zwei so kleine Fühler, die so rausgehen. Das heißt, da können wir ihm hier diese Antennen vielleicht mal an den Kopf dran machen. So. So, und dann können wir hier vielleicht mal so riesige Antennen so zur Seite rausgucken lassen, okay? So, das heißt, er hat jetzt hier diese Antennas. So, und damit kann er Gegner aufspüren. Er hat hier auf dem Bauch, hat er eigentlich auch wie so ein... Auf dem Bauch hat der Warden auch sowas, irgendwas so Komplexes. Da kann man eigentlich auch so ein bisschen was hinmachen. So, der hat dann nämlich so komische Pixel dran in Minecraft. Das ist unser Warden. Ich würde ihn vielleicht nochmal von den Beinpositionen ein bisschen abändern, dass er ein bisschen besser laufen kann und dass seine Arme nicht so lang sind. Aber wir drücken mal auf Spielen. So, schaut ihn euch an. Der Warden. Yeah, was kann er machen? Okay, wir checken jetzt nochmal den Warden aus, Leute. Das ist unser drittes Monster für heute. Er kann sprinten, ne? Wow, wow, was? Niemals. Yo, Leute, das ist eins der schnellsten Monster, die ich bisher gebaut habe. Und wie lange der sprinten kann, was geht denn hier ab? Kann er auch springen? Nee, springen ist er ganz schlecht. Springen ist er ganz schlecht. Er kann aber beißen. Aber irgendwie sieht man da nicht so ganz richtig, dass er beißen kann. Aber er kann richtig schnell rennen. Also der ist schneller als unser Speedy Gonzales gefühlt. Und, oh, da sind sogar diese Hunde, gegen die man kämpfen kann. Mal gucken, ob wir die besiegen können. Oh, aua! Hey, aua! Ah, der beißt mir in den Arsch, Mann! Hilfe! Nein, das funktioniert doch nicht so gut. Ah, der Warden verliert hier gerade gegen einen Hund. Hilfe! Okay, Leute. Ich würde mal sagen, das sind unsere Minecraft-Monster gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben auf dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war die Folge für heute. Hilfe, der Hund verfolgt mich. Ah, und da ist jetzt noch ein Stier. Ich muss jetzt los, Leute. Ciao, ciao.